Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Und es ist Nacht und nicht nur hier, sondern auch bei mir. Was tust du? Natürlich musst du darüber und wieder da. Alter. Der liebe Verkehr. Er fließt wenigstens jetzt. Okay, hier staut es ein kleines bisschen, weil die Polizei hier Blödsinn macht. Drei Polizeiautos gleich. Warum staut es denn hier so? Ja, die Abfahrt hieß er, ist ja gleich einfach blöd gemacht. Das hat man schon. Ja, wurscht, wie. Egal, ich leg jetzt einfach da hinüber. So. Und so. Einspurig. Und die können wir ab hier schon. Dreispurig machen. Das ja auch. So. Abbiegen hier, abbiegen hier. Gerade, gerade und gerade. Na. Das ist natürlich alles andere als schön hier. Mann. Ich hab gesagt, Kurve, verdammt nochmal. Ah, schon viel besser. So, noch einmal. Okay, jetzt wenigstens nur die beiden. Hier ist bitte kein Spurwechsel erlaubt. Hier auch nicht. Jo. Hier hin, ihr hier hin. Kannst du aussuchen? Na, dann fast auch hier hin. Nichts mit aussuchen. Hier hin und hier hin und ihr habt so ein bisschen freiere Wahl. So. Na gut, dann erlauben wir hier doch den Spurwechsel. Damit die auch halbwegs dahin kommen, wo sie hinwollen. Ja, ihr müsst euch ein bisschen einen anderen Weg suchen. So. Ein bisschen geschmeidigeres Abfahren. Also hier glücklicherweise nicht notwendig, weil hier nicht allzu viel Verkehr jetzt dahin geht. Aber das war hier wirklich untragbar. Ja, und der Spurwechsel macht schon Probleme hier. Geht schon los. Nein, ihr dürft nicht die Spur wechseln. Ganz einfach. Ihr müsst euch vorher entscheiden, wo ihr hin wollt und rechtzeitig auf die richtige Spur kommen. So. Ja, okay, ihr fahrt sowieso nur hier ab. Das ist hier die Abfahrspur. So. Wie wir es hier kommen, fahren ihr auf der äußeren, ihr fahrt auf der inneren. Da kommt dann der Spurwechsel. Und der Verkehr fließt. 65% nur, das ist nicht gut. Warum? Wo staut es denn so extrem? Okay, hier haben wir einen ziemlichen Stau, das ist nicht gut. Also ist hier der Stauverursacher, dass die hier alle so im Kreis fahren. Okay, wie kann man das verhindern? Wenn wir das verhindern, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine werden wir gleich mal anwenden. Und zwar gehen wir wieder in den Untergrund. So.
Ja, ich weiß, das passt euch nicht. Würde mir auch nicht passen. Ist aber jetzt erstmal so. Beziehungsweise. Dass jetzt das Stauproblem löst, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber wir werden es ja sehen. Ja, eine andere Möglichkeit ist natürlich auch hier seine Ampel einfach einzusetzen. Dass ich hier ein bisschen drum kümmern kann. Du biegst hier auch nicht ab, du fährst bitte geradeaus weiter. Du fährst hier geradeaus weiter, du bist hier die Abbiegespur. So. Bitteschön. So schaut es nämlich aus. Busse gefälligst da rundherum fahren im Kreisverkehr, nicht da abbiegen, wo er so eine extrem scharfe Kurve machen muss. Das ist nicht gut. Okay, das haut ja so halbwegs hin. Ihr fahrt dahin, ihr fahrt dahin, ihr fahrt dahin. Das ist blöd, das ist echt blöd. Ich müsste die theoretisch wirklich hierhin schicken. Die hierhin. Da lang, da lang. Da lang und da lang und ihr könnt geradeaus weiterfahren, wie es euch passt. Mal schauen, ob das hinhaut. Die müssen da halt rüberfahren, ist natürlich blöd, wobei dann relativ wenige diese Spur hier benutzen werden. Da können sie dann eh fahren, wie sie wollen. Okay, das hat das. Gut, das hier wird jetzt wahrscheinlich nicht allzu oft benutzt werden, fürchte ich. Dann löschen wir es wieder weg. Hat sich nicht bewährt. Weil die Ampel das jetzt übernimmt. So, um mehr Verkehr aufnehmen zu können, machen wir trotzdem hier zweispurig draus. Auch wenn es wahrscheinlich nicht wirklich notwendig ist. Ja, dann machen wir lieber einspurig, das ist vielleicht für den Verkehr besser. Einspurig, habe ich gesagt. Danke. Hier staut es auch immer ein bisschen irgendwie. Geologists predict that a sinkhole could strike at any minute. Residents should take precautionary measures. Oh, das ist nicht gut. Okay. Glaubst du, ich finde die Bunker? Ist einer? Oder ist noch irgendwo einer? Wo ist denn der? Da ist er! Evakuieren bitte! Die haben hier leider keinen Bunker. Das heißt, wir pflanzen da gleich mal einen hin. Ah, oh Gott, ich. Fluchtweg, bitte. Hier.
Ah, nicht hier. Zu weit weg. Ah, Blödsinn. Zu nah. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Und hier hin wieder. So. Los, los, los. Bewegt euch. Bewegt euch weg von da. Hier wird nämlich gleich nicht mehr viel stehen. Kann man hier irgendwie die Straße sperren oder so? Das wäre auch ganz gut. Oh Mann. 9,7, ich schätze mal, das ist auch irgendwie so Richterskala von 1 bis 10 oder sowas. Oh, das. Das wird heftig. Das wird heftig. Rein mit euch. Chaos und Stau. Hier staut's extrem. Ach okay. Weil die alle da abbiegen wollen dann. Das ist, weil hier so eine blöde Einbahn ist, ne? Vielleicht sollte man die Einbahn hier weggeben. Ich meine, das wird sich wahrscheinlich gleich von alleine lösen. Das mit Einbahn weggeben. Dann wird wahrscheinlich gleich nichts mehr übrig sein, aber schauen wir mal. A sinkhole has occurred somewhere in the city. Stay out of harm's way and contact authorities with any information. Okay, war jetzt nicht so schlimm wie befürchtet. Ja, ist größtenteils sehr gut gegangen. So, alles wieder hergestellt. Und da strömen sie wieder raus. Oh Mann, hier ist auch einfach viel zu viel Verkehr. Das ist Wahnsinn. Alle nach Hause schicken, ja. 27 sind gestorben. Ja, ist nicht. Nicht so tragisch, hätte viel schlimmer sein können, aber wir haben schon Schlimmeres erlebt. Ma, oh Gott, dieser Stau hier, warum? Wo fahrt ihr bitte alle hin? Das gibt's doch nicht. Kommt so viel von der Autobahnabfahrt. Sehr viele Privatfahrzeuge, halt. Hauptsächlich Privatfahrzeuge. Fußgänger, okay, das sind wurscht. Ist das Nahverkehr? Nein, das ist städtische Dienstfahrzeuge und ein paar LKWs fahren hier auch durch, aber sehr viel Privatfahrzeuge leider. Aber warum? Warum fahrt ihr hier durch? Wo fährt nach Hause? Ja, okay. Daher, okay, du kannst ruhig hier fahren. Fährt nach Hause. Wohnt auch hier. Mann, wohnen die alle hier in diesen Bauten? Shit. Das ist nicht gut.
hohe Lärmbelastung. Na, der Stau hier ist echt ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum der jetzt auf einmal so entstanden ist, da war er vorher nicht. Es ist ja irre, wie es hier staut. Und wie schlecht diese Straße wieder mal ausgenutzt wird, weil alle dann da rüberfahren wollen. Das werden wir Ihnen gleich mal sagen, dass ab sofort hier kein Spurwechsel mehr erlaubt ist. Dankeschön. Sucht euch einen anderen Weg. Beziehungsweise, wenn ihr abbiegen wollt, dann hierhin, hierhin. So. Ihr könnt auf beiden Spuren abbiegen, also bitte. Stellt euch nicht so an. Da staut es auch so extrem. Oh man, also hier ist gerade alles irgendwie Stau. Staut hier, jetzt bricht der Verkehr gleich komplett zusammen. Hier staut, soll hier zwei Spuren auf eine zusammengehen, nicht wahr? Na, weil ich Ihnen die Wahl gelassen habe, darüber zu fahren, die nehme ich euch jetzt gleich mal wieder. Okay, damit hat sich. Den habe ich erlaubt, hier rüber zu fahren. Das war ein Fehler. Du wirst hier nicht rüberfahren. Weg mit dir. Da hält es den Verkehr auf. Der lange Stau. Nur weil der LKW einfach mitten auf der Autobahn stehen blieb ist. Schaut euch den Stau an. Das ist die halbe Autobahn. Ja, und hier hat sich jetzt der Stau aufgelöst. Glücklicherweise, wobei wir immer noch bis 57% sind. Hier, also, ob du hier noch rechtzeitig ankommst, wenn du hier im Stau stehst. Müssen hier einfach einmal ausbauen. Auf breitere Straßen. Sonst. Ah, wir können hier sogar eine vierspurige Straße bauen. Es geht sogar. Die zweispurige zu vierspurigen ausbauen. Sind die Spuren halt ein klein wenig enger. Aber es passt schon so. Hauptsache, sie nehmen mehr Verkehr auf. Also dann sieht man sich Pfeile hier. Das ist mir auch neu. So, bitteschön. Und ihr sollt jetzt vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen zum Verkehrsfluss beitragen. Mann, das laggt hier immer furchtbar. 15 FPS habe ich da hin und wieder. Ganz toll. Also ganz helfen tut es noch nicht. Weil diese Straße einfach verstopft ist. Gibt es nicht eine noch breitere? Ich meine, ich will das hier nicht zur Einbahn machen. Ah, da haben wir das zwischen. 8. Sehr schön, 8-spurige. Bitteschön. Also, wenn es mit der jetzt nicht geht, weiß ich auch nicht weiter. Ja, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Zwei Abbiegespuren, da könnt's geradeaus fahren und da könnt's da abbiegen. So.
Ich meine, damit müsst ihr jetzt schon irgendwie einmal auskommen. Jetzt habt ihr eine achtspurige. Da landet der Hubschrauber mitten auf der Straße. So. Checken wir das hier mal. Ihr fahrt dahin. Und du fahrst hier geradeaus. Ihr fahrt dahin. Du fahrst hier geradeaus. Du fahrst hier hin. Du fahrst hier hin. Gott sei Dank macht einen das nicht komplett deppert, die Sirene da. Ja, passt, das war's eh. So. Ich glaube, der Verkehr packt das jetzt. Oder die Straßen packen den Verkehr jetzt langsam. Mit ein bisschen besseren Straßen geht's ja. Jetzt staut's hier schon wieder irgendwo. Okay, hat sich erledigt. Hoffe ich. Ist schon wieder der Urstau. Warum? Was macht ihr denn? Okay, wir haben wieder ein paar Prozent dazu gewonnen. Da staut leider auch immer noch wahnsinnig. Wir haben kein Wasser mehr. Wo nehmen wir denn Wasser her jetzt? Auf die Schnelle. Von hier vielleicht, ha? Da wird nichts reingeleitet. Hier ein bisschen Wasser entnehmen. Muss der nicht so viel durchlassen, kann mehr erzeugen. Bitte schön, da habt ihr wieder Wasser. Sorry. Das reicht ja noch nicht einmal. Oder? Naja. Na gut. Na gut. Zeigen wir hier ein bisschen was ab. Irgendwo. Rein damit in Wasser, nur immer rein damit. Mehr Wasser. Bitteschön. Zuzel sollte nicht den ganzen Fluss aus, bitte. Warum fällt hier die Leistung? Eigentlich müsste die Leistung doch steigen. Na gut, vielleicht hat er schon in etwa ausreichend Wasser da oben. Der ist schon komplett da abgesoffen da. Stimmt, der lässt ja eh wenig durch. Ne? Na gut. Hier ist nicht so tragisch. Bisschen weniger Power. Wir haben noch genügend Strom. Strom können wir leicht erzeugen. Da hält sich der Stau in Grenzen. Wenn die hier wieder ein bisschen blöd fahren. Verlassene Gebäude. Warenmangel, aha. Noch sowas. Prozent nur. Darin ist fast überhaupt kein Stau eigentlich. Hier schaut es ganz gut aus. Ui. Und ich sehe, der Part ist auch schon zu Ende. Na gut.
Dann müssen wir sich im nächsten Part halt wieder um dieses Verkehrschaos hier kümmern. So, du wirst hier nämlich gleich mal zur Abbiegespur zusammen mit der hier. Und nur hier geht's weiter. Shit. Aber es ist trotzdem nicht ganz so leiwand. Na gut, Freunde, also ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!